Wenn du eigene Stücke erfinden sollst, so nimm dir Zeit. Probiere aus, was dir klanglich gefällt und verwende alle Töne und Notenwerte, die du bereits kennst. Die rechte Hand kann schon in der ein- und zwei gestrichenen Oktave mit Achtel, Viertel, halbe und ganze Noten notiert sein. Die linke Hand in der kleinen und großen Oktave. Jede Dur-Tonart hat eine verwandte Molltonart. Sie haben dieselben Vorzeichen, beziehungsweise wie im Fall von C-Dur und A-Moll, keine Vorzeichen. Bei den Molltonarten wird in Harmonisch-Moll die siebte Stufe als Leitton erhöht. Die Molltonart ist drei Halbtöne tiefer als die parallele Durtonart. Bei vielen Übungen steht ein Fingersatz über und ein Fingersatz unter der Note. Um eine gute Koordination zwischen Manual und Pedal zu erlangen, bedeutet das, spiele die Übung mit der rechten Hand und Pedal, der Fingersatz steht über der Note. Und mit der linken Hand und Pedal, dann steht der Fingersatz unter der Note. Du kannst die linke Hand eine Oktave tiefer spielen. Wenn du Tonleitern über zwei Oktaven spielst, ergibt sich, dass du in der zweiten Oktave mit einem anderen Fingersatz fortfahren musst. Bei C-Dur kommt der Daumen auf das C2. Präge dir diesen Fingersatz gut ein. In der linken Hand folgt auf den Daumen beim kleinen C der vierte Finger auf dem D.